Ja, der Klang dieses Flügels ist natürlich ein typischer Bösendorfer Klang. Das ist ein Wiener Klang. Bösendorfer ist eben mit Wien seit jeher verbunden und ist Teil sozusagen der Wiener Klangkultur. Und wenn man es beschreiben müsste, dann könnte man sagen, der Klang hat eine ganz bestimmte Wärme, die er in sich trägt, ist sehr farbenreich und er ist der menschlichen Stimme auch sehr nahe. Die Geschichte vom Gebäude ist nicht uninteressant. Olbrich war ja damals ein sehr junger Architekt, er war 29, Assistent, Mitarbeiter von Otto Wagner, hauptsächlich verantwortlich für die Fassaden vieler der bekannten Wagner-Bauten. Und die Sezession ist sein erstes Gebäude, er hat vorher nie etwas gebaut. The Viennese Secession Building is the second most photographed building in Vienna. And this Secession stands for variety in diversity. And this is so for what we stand. Die Sezessionisten wollten ja immer alle Künste mit einbeziehen. Eben auch nicht nur die Malerei und Skulptur, sondern auch die Architektur, die Musik, die Literatur. Und so hat es letztendlich eigentlich hier stattgefunden, in dieser Institution, in diesem Haus, dass das sogenannte, was wir heute Gesamtkunstwerk nennen, geboren wurde. Weil es war ihnen nicht nur genug, alle Künste einzubeziehen, sondern sie wollten auch, dass Künstler nicht nur im Kunstbereich tätig sind, sondern auch Alltagsgegenstände gestalten. Artists they were. These were architects, they were painters, designers, writers, and they all shared their passion. And I think this stands forever. Ja, die Herausforderung ist natürlich, dass man gewisse Elemente aufgreift, die in der Architektur vorhanden sind, im Gebäude, und die sind ja zahlreich vorhanden. Und man muss das aber übersetzen auf den Flügel, der ja seine eigene Formen hat, seine eigene Formgebung, die man ja nicht allzu sehr verändern kann. Das fängt einmal mit der konstruktiven Seite an, dass man diese Blattelemente eben wirklich auch vektorisiert zeichnet. Und wir haben dann den kompletten Deckel mit Blattgold belegt und dann diese Zwischenräume sozusagen herausgearbeitet. Grün und Gold, mein Gott, das hat ein bisschen Bezug genommen auf das Thema Versacrum, auf den Frühling, der alles, der heilige Frühling. Das ist jetzt nicht so ein großartiger Naturbezug, das muss man eher ein bisschen als Metapher verstehen. Ne? Der Frühling, der alles erneuert. Das war ja eine Gruppe von Künstlern, die sozusagen an einer neuen Art von Kunst arbeiten wollen, an dem, was wir heute Art Nouveau, eben die neue Kunst, nennen. Und genau das haben sie dann gemacht, nicht? Und Gold repräsentiert ja nichts anderes wie das Licht, die Sonne, und Grün eben dieses spezielle Chlorophyllgrün, das wir jetzt wieder entdeckt haben. Aber das war eben diese Farbe, die sie geliebt haben, dieses frische, junge Grün irgendwie, ne? Und damit haben sie es dann auch gestaltet. Bösendorfer ist ein Synonym für die Wiener Klangkultur auch. Und so gesehen war es naheliegend, auch ein Modell herauszubringen, das eben dem Sezessionsgedanken gerecht wird. Auch eine typische Wiener Institution. So this
this ultimate design opens the series of the new architectural design of Bösendorfer pianos. And I'm sure we will come up within a certain time with some new models in this kind of art.